Aber ein gewisser Schaden wird natürlich immer bleiben, das ist ja völlig klar. Das ist aber auch hinzunehmen, denn wie wir es schon gehört haben, in so einer Situation, in einer Kriegsbedrohungssituation hat der Frieden einen Preis und den sollten wir auch bereit sein zu zahlen. Sie wirken wirklich angefasst. Also Sie haben Angst vor diesem Krieg. Ich muss da nicht kämpfen und ich werde auch nicht sterben in diesem Krieg. Aber wenn es passiert, werden viele Menschen sterben. Das ist völlig klar, dass Sie in keinem Krieg sterben werden, Herr Habeck. Sie haben ja nicht mal Angst davor, weil Sie immer noch glauben, Sie Feigling, dass die Amerikaner, wenn es denn zu einem Krieg kommen sollte, Ihnen helfen wird. Was Ihnen helfen wird letztendlich, ist die Flucht vor dem deutschen Volk, wenn Sie nicht aufhören mit dieser bodenlosen Lügerei und Kriegstreiberei. Das kann Ihnen gewiss sein. Und wenn Sie so kriegsgeil sind wie Ihre Kollegin Strack-Zimmermann, dann gehen Sie doch an die Front und schauen Sie sich's an, wie zerfetzte Leichen da rumliegen. Oder gucken Sie in die Städte, die von Ukrainern selbst auf ihre zivile Bevölkerung schießen und vergewaltigen und Gräueltaten verüben. Auf den beiden Augen sind Sie blind. Das Volk wird diese Ihnen öffnen.